Lindner war bei Karin Mioska zu Gast und hat dort über die aktuell dramatische wirtschaftliche Lage in Deutschland geredet. Und wir schauen uns seine Antworten, wie er herumlaviert und wie er das wirtschaftliche Chaos, das die Ampel angerichtet hat, rechtfertigt. Müssen wir, ja sollen wir womöglich den Eindruck gewinnen, sie treiben oder die FDP treibt die Ampel vor sich her, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die SPD fordert ein Update beim Bürgergeld, das kommt von Ihnen. Sie zweifeln am Kohleausstieg 2030. Sie beklagen, das kürzlich vorgestellte Rentenpaket reiche nicht. Die Kindergrundsicherung sei ein Bürokratiemonster. Sie versprechen rasche Steuerentlastung und fordern nichts weniger als eine schnellstmögliche Wirtschaftswende. Wie verzweifelt sind Sie, Herr Lindner? Gar nicht, aber ich sehe, wie die Situation in unserem Land ist. Wir haben dramatisch an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit verloren. Nicht jetzt innerhalb der letzten Monate oder zwei Jahre. Im Jahr 2014, vor 10 Jahren, stand Deutschland beim internationalen Standortvergleich auf Platz 6. Und wir sind dann in jedem Jahr runtergerutscht und wir sind jetzt auf Platz 22. Warum hat Deutschland aktuell so drastisch an Wettbewerbsfähigkeit verloren? Also solche Rankings, die kann man sowieso in die Tonne kloppen. Das ist ein unfassbar dummes Maß, was Lindner da anführt. Aber warum hat Deutschland aktuell so stark an Wettbewerbsfähigkeit verloren? Weil die Importpreise für bestimmte Energierohstoffe extrem stark gestiegen sind, vor allem für Erdgas. Und das liegt am Wirtschaftskrieg gegen Russland, den die Ampel gestartet hat, beziehungsweise den die europäischen Staaten alle in Kooperation miteinander gestartet hat, aber die Ampel war ja einer der lautesten Apologeten dieser ja selbstzerstörerischen Russland-Sanktionen. Und den Effekt davon, den sehen wir jetzt. Die energieintensive Industrie, die haut aus Deutschland ab. Und mich lässt das nicht kalt, denn ich weiß, alle die sozialen Ziele, die wir verfolgen und die ökologischen Vorhaben, die unsere Gesellschaft hat, die haben eine Voraussetzung, nämlich ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Und darum sorge ich mich und ich mache Vorschläge, wie wir dieses stabile wirtschaftliche Fundament wieder gewinnen. Sie machen in der Tat sehr viele Vorschläge, aber warum, Herr Lindner, macht die FDP die ganze Zeit wieder Vereinbarungen auf, die Sie längst beschlossen haben? Das tun wir nicht. Doch, das tun Sie sehr wohl. Nein. Wenn ich Ihnen ein paar sagen darf, die Streichung des Agrardiesels haben Sie nur einen Tag, nachdem sie im Bundestag beschlossen war, wieder in Frage gestellt. Das Rentenpaket, das Sie gerade ganz stolz mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgestellt haben, stellt Ihr Stellvertreter Johannes Vogel jetzt in Frage, sage, das reichte nicht. Das Bürgergeld, das Sie mitbeschlossen haben, dazu sagen Sie jetzt, es braucht ein Update. Es gibt mannigfaltig derlei Beispiele. Also, dass sich der politische Prozess weiterentwickelt, ist klar. Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion bietet in öffentlicher Rede Friedrich Merz an, man könne ja gemeinsam über die Schuldenbremse sprechen. Jetzt wollte ich aber bei Ihnen bleiben. Ich will nur sagen, ein zentraler Bestandteil des Koalitionsvertrags. Ich will zum Ausdruck bringen, mit diesem Hinweis auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden. Die Schuldenbremse ist ein Anschlag auf die Verfassung. Als sich das Parlament von der Regierung, also vom König in den meisten Ländern emanzipierte, war das Haushaltsrecht das zentrale und vornehmste Recht des Parlaments. Es sorgte dafür, dass sich überhaupt eine Demokratie entwickeln konnte. Und dieses Recht wird jetzt einfach so hier durch die Schuldenbremse massivst eingeschränkt und letztlich dem Bundesverfassungsgericht, also einer anderen Gewalt, übertragen. Es ist ein antidemokratischer Anschlag auf unsere Verfassung, so etwas ins Grundgesetz zu schreiben. Dass politischer Prozess weitergeht. Gehen wir Ihre Beispiele gerne durch. Der Agrardiesel ist zuerst vom Landwirtschaftsminister in Frage gestellt worden. Und nein, Sie schütteln mit dem Kopf, jetzt wollen Sie es nicht hören, was ich sage. Nein, sprechen Sie zu Ende. Der Landwirtschaftsminister hat es an dem Tag, als es beschlossen worden ist, in Frage gestellt. Und als Finanzminister sage ich, wenn du einen Gegenfinanzierungsvorschlag machst, es geht nicht um die Maßnahme Agrardiesel, es geht um die notwendige Einsparung. Der Unterschied ist, an der Stelle muss ich sofort widersprechen, Sie haben es beschlossen und anschließend Ihren eigenen Beschluss in Frage gestellt. Nein. Cem Özdemir hat es ja nicht mitbeschlossen. Das ist ein Unterschied. Wir sind ein Bundeskabinett und mir geht es ja darum, dass wir den Haushalt ausgleichen. Bei den Maßnahmen, da vertraue ich doch den Fachpolitikern, da vertraue ich doch den fachlich zuständigen Kollegen. Meine Frage ist, was das für eine Kommunikation ist und was es auch für ein Außenbild ist, das wir abgeben. Also was sind das für dumme Fragen? Ganz ehrlich. Also ich habe ja vorhin schon auf den ÖRR reagiert und den furchtbar kritisiert, aber das ist ja wirklich gar nicht. Was ist das für ein Außenbild? Nein.
Also beim Agrardiesel, da könnte man ja fragen, Lindner hat eben was von Wettbewerbsfähigkeit geredet. Wieso zerstören Sie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft? Das ist ja eine Frage, die könnte man jetzt mal stellen, um seine Widersprüche aufzuzeigen, um zu zeigen, dass die Regierung gerade die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zerstört, jedenfalls in bestimmten Branchen. Wie gesagt, energieintensive Industrie ist ein gutes Beispiel, Landwirtschaft ist ein anderes Beispiel, aber ja, über die zentralen Fragen, da redet man nicht, sondern man redet darüber, welche Außenwirkung hat das in der Journalistenblase in Berlin, in der ich mich hier bewege. Also das ist komplett albern, das ist eine Frage, die interessiert keinen normalen Bürger und die soll einfach nur von der eigentlichen Politik ablenken. Hier geht es nur um eins, um sachlich gute Lösungen. Und ich bin nicht zufrieden. Ja, wenn man so einen dummen Fragen stellt, dann bekommt man natürlich so allglatte Antworten. Das ist selbstverständlich. Wie sich das Bürgergeld entwickelt hat. Das Bürgergeld hat viele gute Aspekte. Ich nenne jetzt als ein Beispiel, dass wenn ein Mensch aus einer Bedarfsgemeinschaft eine Ausbildung annimmt, dann erhalten diese Auszubildenden jetzt mehr von dem Geld. Vorher ist das alles verrechnet worden. Und das fand ich extrem ungerecht, dass wenn ein junger Mensch eine Ausbildung macht, wird er bestraft dafür, dass die Eltern nicht arbeiten. Ungerecht, ist geändert worden. Ich weiß, aber Herr Lindner, aber lassen Sie mich bitte sagen, wo ich das Update sehe. Aber wir stellen jetzt fest, das Bürgergeld ist sehr stark erhöht worden. Der Lohnabstand ist nicht mehr gegeben. Wir stellen fest, dass viele das... Das Bürgergeld ist genauso berechnet worden, wie Hartz IV vorher berechnet wurde. Also es ist nicht erhöht worden. Also nicht stärker als Hartz IV erhöht worden. Es ist eine Inflationsanpassung. Wir haben extrem hohe Inflation gesehen. Und ja, die Löhne, die niedrigen, die wurden durch die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro tatsächlich auch etwas angehoben. Die Gewerkschaften haben Mindestlohn von 14 Euro gefordert. Das hat die SPD verhindert, in Person von Christiane Schönfeld, hatte ich schon häufiger darauf hingewiesen. Die SPD hat eine Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro verhindert, aber wenn es die gegeben hätte, vielleicht hätten wir dann Lohnabstand gesehen. Also vielleicht wäre dann das Lohnabstandsgebot gegeben. Und wenn man das Bürgergeld senken würde, das ist vielleicht auch nochmal sehr interessant, dann würde übrigens auch der Steuerfreibetrag sinken. Das heißt, dann würden die Steuern für breite Teile der arbeitenden Bevölkerung steigen. Das ist sehr interessant, denn der Steuerfreibetrag befindet sich auf dem Niveau, was als Existenzminimum definiert ist. Und das Existenzminimum, das darf man nicht mit der Einkommensteuer belasten. Dementsprechend würde der Senkung des Bürgergeldes, wie Lindner sie hier fordert und wie sie verfassungswidrig wäre, wie sie auch, weil sie es ja auch bei Hartz IV nicht gegeben hätte, würde sie auch zu höheren Steuern führen. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Bürgergeld missverstehen als ein bedingungsloses... Ja, wie gesagt, es war eine Inflationsanpassung. Das Bürgergeld ist ähnlich hoch, wie es vor der Inflation war. Also das ist komplett albern. Das hat nichts, also jetzt gerade Aaron im Chat schreibt. Also ja. Grundeinkommen. Wir müssen aber immer daran erinnern, das Bürgergeld ist gedacht, um einen Schicksalsschlag abzufedern, wenn jemand in einer schwierigen Lebenssituation ist. Es ist aber keine dauerhafte Einrichtung. Ich gehe sogar so weit, Frau Mioska. Ein Problem der mangelnden Zustimmung zur Ampel ist das Bürgergeld. Ah. Weil auch die Menschen mit einem kleinen Einkommen sagen, ich arbeite und jemand anders arbeitet nicht und hat einen. Das ist doch wirklich absurd. Also die Ampel deindustrialisiert gerade unser Land. Die Ampel verhindert eine Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro. Die Ampel verscherbelt unsere Rente an internationale und sorgt dafür, dass sich Großbanken daran bereichern dürfen. Die Ampel bricht jedes ihrer Wahlversprechen. Sie liefert Waffen in Kriegsgebiete. Sie sorgt dafür, dass Deutschland sich in jedem Konflikt auf dieser Welt involviert und sich international isoliert. Wir haben den schlechtesten Finanzminister, die schlechteste Außenministerin, den schlechtesten Wirtschaftsminister in der Geschichte der Bundesrepublik. Also wir haben einen Bundeskanzler, der ein Finanzkrimineller ist. Das sind doch keine Sachen, die irgendwie attraktiv sind. Und da jetzt zu sagen, ja, wir haben das Bürgergeld nicht in verfassungswidriger Art und Weise gesenkt, wir haben die deutschen Arbeiter nicht genug geknechtet. Wir sollten am besten die paar Millionen Menschen, die da im Bürgergeld sitzen und die auch keinen Job annehmen können, weil es eben nicht genug Stellen gibt, weil die Ampel unsere Wirtschaft so zerstört hat, die sollten wir jetzt noch schlechter behandeln. Dann wählen uns die Menschen. Das ist vollständiger Schwachsinn. Also bei den Menschen, die so Gehirn gewaschen sind, dass sie noch auf die Idee kommen, FDP zu wählen, bei denen zieht das Argument vielleicht. Aber bei jedem vernünftigen Menschen, der muss sich bei sowas an den Kopf fassen. Und ja, die Journalistin, die wird ihm hier natürlich nicht widersprechen. In etwa gleichen Lebensstandard, das kann nicht sein. Wir wollen nicht gleich, gerecht. Ich möchte Sie gar nicht abwürgen, weil wir wollen später noch inhaltlich über das Bürgergeld reden. Aber woher kommt denn die mangelnde Zustimmung zur FDP? Sie haben jetzt zwei. Ich habe mal einen möglichen Grund. Ich zeige euch den jetzt einfach mal. Ja, die Baugenehmigungen in Deutschland sind im letzten Jahr, also vom Dezember 2022 bis zum 2023, um rund 30% gefallen.
Für Wohnungen sogar um 35%. Also Wohnungsbau ist um ein Drittel eingebrochen, die Baugenehmigung. Könnte das vielleicht ein Grund sein? Also die Bundesregierung hat 400.000 gebaute Wohnungen pro Jahr versprochen. Jetzt werden wir bei 200.000 bis 300.000 irgendwo rauskommen. Also es ist eine riesige Katastrophe, was da gerade passiert. Weil die EZB die Zinsen erhöht, die Zinserhöhungen werden auch von der Bundesregierung befürwortet und unterstützt. Also die FDP-Finanzminister Lindner und sein Chefberater Lars Feld, der übrigens bei der Mont-Pelerin Society arbeitet, die hatten das auch, die ganze der von der Mont-Pelerin Society kommt, die hatten das alles auch gefordert letztes Jahr. Die waren für die Zinserhöhungen. Und Joachim Nagel, Isabel Schnabel, diese deutschen Vollstrecker, die da bei der EZB sitzen, die haben das auch die ganze Zeit befürwortet. Die waren dafür, dass der Wohnungsbau hier in Deutschland kurz und klein geschlagen wird. Hier findet eine mutwillige Zerstörung unserer Volkswirtschaft statt. Und ja, bei den Leuten kommt das seltsamerweise nicht so gut an. Oder schauen wir uns die energieintensive Industrie an. Die ist jetzt hat sie ein bisschen erholt tatsächlich, ist um 15% eingebrochen in den letzten 2 Jahren. Eine einzige Katastrophe. Die gesamte Industrie ist um 10% eingebrochen. Das ist riesiger, also okay, 5%, auch die hat sich ein bisschen erholt tatsächlich, aber das ist ein wirtschaftliches Desaster, was die Ampel hier angerichtet hat. Glaubt denn irgendwer noch, dass man die Ampelkoalition wählen sollte? Also die gesamte Industrie, seit 2018 sieht es übrigens noch schlimmer aus. Damals war die FDP noch nicht dabei, damals waren CDU und SPD noch dabei, aber seit 2018 sehen wir einen kontinuierlichen Abstieg der deutschen Industrie, eine kontinuierliche Schrumpfung. Das ist keine positive Entwicklung, wo irgendein Bürger sagt, ja, das sieht gut aus, das will ich so. Der Auftragseingang der Industrie kündigt noch Düsteres an. Also hier seht ihr, der Auftragseingang ist gerade bei einem Index Februar 2024 von 85,7. 2021 lag der Auftragseingangsindex hier noch durchgängig bei über 100. Das heißt, auch der ist um 15-20% gesunken. Also wir werden ein deutliches Schrumpfen der Industrie sehen, wenn es so weitergeht. Die Ampel ruiniert gerade unsere deutsche Wirtschaft durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland, durch Zinserhöhungen, durch Sparpolitik, durch eine sehr, sehr ungerechte Steuerpolitik, durch alles Mögliche. Unsere Wirtschaft mutwillig kurz und klein geschlagen. Und ja, dass eine Regierung, die sowas macht und ein Finanzminister, der sowas vorantreibt, durch das Einhalten der Schuldenbremse, die eine Volkswirtschaft, also die auch unsere Volkswirtschaft zerstört, dadurch macht sich so ein Finanzminister nicht sonderlich beliebt. Also das wäre meine Analyse. Drittel an Zustimmung verloren in den letzten 2,5 Jahren. Könnte es was damit zu tun haben, dass Sie, zumindest ist das unser Eindruck, Opposition in der eigenen Regierung sind? Er ist nicht Opposition in der Regierung. Also was die Medien hier für ein lächerliches Schauspiel aufführen. Also ganz ehrlich, ich wollte mir eigentlich das ganze Interview anhören, aber das ist so ein Herumgekasper. Also diese Journalistin, die wo haben sie die aufgelesen? Das kannst du doch keinem erzählen. Ihr seht, ich sitze hier die ganze Zeit kopfschüttelnd. Wie kommt man auf solche Fragen? Also, es ist so, wie wenn man Jan Schipmann danach fragen würde, ob er nicht selbstkritisch ist, weil er so regierungskritisch, also weil Funk, ob er Funk nicht doch zu regierungskritisch sei. Und Jan Schipmann überlegt dann und ja, wir kritisieren die deutsche Regierung schon ganz schön hart. Vielleicht sollten wir etwas ausgewogener sein. Ungefähr so kommt mir das hier gerade vor. Die ist bekannt. Ah, das ist schlimm, dass die bekannt ist und dass die da so hochbekommen ist, wenn sie offensichtlich entweder keine Ahnung für ihren Job hat oder nur hier sitzt, um Propaganda zu machen. Also die, wie gesagt, schmeißt die Mioska raus oder noch besser streicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Gelder. Rundfunkbeitrag abschaffen, sofort. Gleiche Forderung. Also, wie gesagt, ich hatte eigentlich vor, auf diesen ganzen Beitrag zu reagieren und rauszuarbeiten, wie die FDP hier unsere Wirtschaft ruiniert und wie Lindner sich da rauswieselt, aber es kommen ja keine kritischen Fragen. Das ist ja eine einzige. Also wirklich. Also, ihr merkt, ich sitze hier nur kopfschüttelnd und also auf die Fragen, da kann man auch keine vernünftige Reaktion machen. Ich hatte mir es vorher natürlich nicht angesehen. Ich schaue mir doch kein Lindner-Interview vorher an. Ich habe mir ein paar Statistiken rausgesucht. Einbruch der energieintensiven Industriezweige, Einbruch der Auftragseingänge an die Industrie und drastischer Einbruch des Bausektors um ein Drittel innerhalb eines Jahres. Das ist wirklich katastrophal. Das ist die Take-Home-Message. Die deutsche Wirtschaft geht bergab. Besonders stark die energieintensive Industrie und nochmal wesentlich stärker der Bausektor. Der Bausektor kollabiert gerade in einer Situation, wo wir definitiv mehr Wohnungen bauen müssten. Also es ist eine einzige Katastrophe, was die deutsche Regierung hier anrichtet. Und wie gesagt, ich wollte eigentlich hier länger drauf reagieren, aber es kommen keine sinnvollen Fragen. Es kommen dementsprechend so allglatte Antworten. Da braucht man nicht drauf reagieren. Das ist ziemlich lächerlich, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier wieder abzieht. Wie gesagt, dem gehören alle Gelder gestrichen. Ich hatte ja letztens auf dieses Propagandavideo von die da oben gegen die gesetzliche Rente reagiert. Also wirklich einzige Katastrophe, was wir da für einen Unsinn finanzieren.
Der ganze Laden gehört ersatzlos abgeschafft. Also das ist eine einzige Katastrophe hier. So.